Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Im letzten Video ging es ja bei uns unter anderem um große Änderungen, die Counter-Strike betreffen. Und das ist vielen nicht so gut aufgestoßen. Ach, ihr mit eurem Gefeier immer. Na, 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 na. Die Rede dabei war zum Beispiel von Pets, also Haustieren, die man haben kann, oder auch von einzelnen Stücken des Agenten, die man austauschen kann, also wie zum Beispiel die Hose, den Hut und so weiter und so fort. Diese Dinge stoßen nicht nur bei uns, sondern bei der gesamten CSGO-Community auf nicht wirklich Verärgerung, aber man ist sich zumindest gerade nicht ganz sicher, wo man denn jetzt ist mit seinem Spiel Counter-Strike, also wohin man geht, was es wird und was wir da vor allem zu erwarten haben, wenn es jetzt dann im Sommer erscheint. Und dieses Video ist genau für die, die das sogar ziemlich extrem sehen und sagen, hey, mich interessiert sogar gar nicht mehr, was mit dem Spiel passiert, ich werde das gar nicht spielen. Also kurzum, zum CS2-Release gibt es einige, die jetzt aktuell zumindest sagen, sie wollen dann nicht mehr mit dabei sein und dieses Spiel eben nicht mehr spielen. Ich denke, das ist etwas arg vorschnell überlegt, beziehungsweise wenn man da überhaupt von einer Überlegung sprechen kann. Wir stehen aktuell auch wieder genau da, wo wir schon die letzten paar Jahre standen. Man munkelt und bauschelt und überlegt sich, was könnte alles kommen. Es werden Daten ausgelesen, dann werden dann kleine Fetzen herausgesucht und dann interpretiert man da irgendwas rein, beziehungsweise sagt, ui, vor 6 Jahren waren da schon zum Beispiel Taunts drin, jetzt kommen die Taunts auf jeden Fall rein, da wird aktiv dran gearbeitet und so weiter und so fort. Das sind sicherlich alles Sachen, an denen mal gearbeitet wurde und vielleicht auch gearbeitet wird. Aber gerade wenn man sich CSGO anguckt, so wie es aktuell ist, in der jetzigen Form, muss man schon sagen, es hat natürlich nach wie vor den Charakter von Counter-Strike. Hoffe ich doch zumindest, dass ihr das so seht. Ich hatte auch früher meine Probleme, als wir von Source auf Go umgestiegen sind. Und es gab auch viele, die von 1.6 auf Source Probleme hatten. Aber im Grunde hat auch CSGO nach wie vor eben diese typischen Counter-Strike-Züge und den Counter-Strike-Charakter. Und genau das ist ja auch so wichtig und genau das macht das ja auch so gut und so stark. Das haben wir damals zum Beispiel auch angesprochen, als Valorant kam, wo es hieß, oh, ist Valorant besser als CSGO? Da war ja schon der Punkt da, dass es niemals besser als Counter-Strike sein kann, weil es eben nur das eine Counter-Strike gibt. Genau dieses Spiel mit diesem Charakter. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes. Die Entwickler sind an CSGO schon ewig lange dran, genauso wie sie davor an Source dran waren und an 1.6 und so weiter und so fort. Und natürlich gab es immer wieder Änderungen, vor allem wenn man von einem Counter-Strike zum nächsten gegangen ist. Aber im Grunde, also im Kern, ist es ja immer noch so wie früher. Wie vor 10 Jahren, wie vor 15 Jahren, wie vor 20 Jahren. Und ich denke, dass die Entwickler, die genau das aufrechterhalten haben über die letzten 20 Jahre, dass die jetzt nicht mit irgendeinem Shitgame rankommen, bei dem sie dann vor allem den Kern verändert haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Matchmaking oder auch Deathmatch großartig verändert wird oder bis dahin schon wurde im Geheimen und dass wir da jetzt irgendeinen Scheiß vorgeknallt bekommen. Was ich mir sehr wohl vorstellen kann, aber ich sehe sowas immer als Plus an, ist, dass es zusätzlichen Content gibt und das ist eigentlich nie schlecht. Ich weiß noch damals, als Dangerzone kam, haben alle geschrien, ach, die wollen doch nur mit dem Trend mitgehen und so weiter und so fort. Aber wer wirklich, ich finde, nur ein winziges Stückchen Hirn im Kopf hatte, der hat sich damals schon gedacht, ja, lass sie doch machen. Es ist ein extra Modus, der ausgelagert ist, der hat mich überhaupt gar nicht zu interessieren. Es ist mir vollkommen unwichtig oder kann mir unwichtig sein, was dort passiert. Es ist nichts, was mich tangiert. Es ist einfach nur ein spezieller Modus, den ich spielen kann, wenn ich möchte. Ich kann aber auch einfach für immer meinen geliebten Counter-Strike, Matchmaking, wie auch immer, Modus spielen und da drin versacken, weil der ist genau gleich geblieben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich auch schon einer von diesen hirnlosen Dödeln, denn damals, als die Skins rankamen, und ja, das ist, ich weiß, mittlerweile ja ein Punkt, weswegen einige überhaupt nicht mehr spielen würden, wenn es die nicht gäbe, damals war ich sehr abgeneigt dem gegenüber, dass man da jetzt Skins drin hat, im Spiel implementiert, die man dann auch noch kaufen muss. Das hat sich ganz, ganz, ganz komisch angefühlt. Also mit den Kisten und Kisten öffnen und pipapo. Gerade in Bezug auf meine Vergangenheit mit Skins, also früher bei Source konnte man sich Skins einfach runterladen. Die waren kostenlos, man konnte eigene Skins erstellen und so weiter und so fort. Ich komme da einfach aus einer anderen Zeit. Und ja, da hat sich dieser Schritt von meiner Seite aus, hat er sehr dämlich ausgesehen. Und ich denke, genau da muss man eigentlich erstmal cool bleiben und sagen, ich warte jetzt mal ab und guck, wie es überhaupt implementiert wird und ob es überhaupt eingeführt wird. Und wenn, dann kann man da schauen, wie sehr es das Spielgeschehen stört, falls es das überhaupt tut. Die Skins zum Beispiel, die sind ja komplett im Spiel drin, also auch im Matchmaking, auch in Ligen und so weiter und so fort, im E-Sport. Das war eine Sache, wenn ich mich recht entsinne, ging das früher gar nicht. Wenn du auf offizielle Server wolltest, beziehungsweise wenn du PCWs und sowas gespielt hast, dann musstest du deine Skins ausmachen, sonst konntest du nicht spielen, weil es halt nicht erlaubt war. Jeder sollte mit den Default-Sachen spielen, damit man keine Vor- und oder Nachteile hat. Und das ist ja mittlerweile undenkbar, dass man den Profis zum Beispiel verbieten würde, ihre Skins zu zeigen in den Tournaments und so weiter und so fort.
Sodele. Und um jetzt hier den Schlussstrich ziehen zu können oder darauf hinzuarbeiten, mein Resümee bzw. mein Tipp an uns alle. Wir sollten gucken, dass wir uns weniger einscheißen. Gerade bei solchen Dingen, die überhaupt nicht feststehen. Also jetzt die Torns zum Beispiel. Das waren ja alte Daten. Man geht zwar davon aus, dass da jetzt was kommt. Aber nichtsdestotrotz sind das ganz, ganz, ganz alte Daten, die schon ewig vorliegen. Wir könnten uns bereits seit 6 Jahren über Torns zum Beispiel einscheißen. Also über diese Verspottungen und so weiter mit den Händen. Ich sage, wir warten einfach alle ab, bis CS2 kommt. Dann gucken wir es uns an. Und dann können wir uns ja aufregen, wenn wir wollen. Ne? Aber man muss ja nicht direkt im Vorfeld. Vor allem, wenn die Sachen dann vielleicht gar nicht so kommen, wie man es denkt. Und ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass man so eine Money-Printing-Machine wie Counter-Strike einfach zerschießt. Weil genau das, wovon viele ja immer sprechen, das ist der riesige Nachteil an Spielen oder vielmehr an den Herstellern ist, dass sie ja Geld einnehmen wollen. Das ist nun mal auch der Vorteil bei vielen. Wer sein Spiel komplett verkackt, wird boykottiert und verdient kein Geld. Wer richtige Scheißspiele rausbringt oder eine bislang gut laufende Geschichte plötzlich zerstört, der wird auf jeden Fall finanzielle Einbußen haben. Und gerade Valve ist da ja eigentlich sehr, sehr dahinter. Also ich habe gerade vor kurzem noch ein Video gesehen über das Player-Testing und so weiter und so fort. Über die Tests an sich. Also denen ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, auch wenn es manchmal nicht so scheint, dass die Sachen einfach gut aufgenommen werden. Und darum sage ich hier nochmal, nicht so früh einscheißen, erstmal abwarten. Wenn es dann wirklich Zeit ist, sich richtig einzukötteln, dann kann man das ja immer noch machen. Aber jetzt im Vorfeld über ungelegte Eier sich aufzuregen, ist halt nicht so sinnvoll. Somit vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf jeden Fall auf CS2, alleine schon, weil es natürlich für mich Content heißt. Außer es ist richtig scheiße, dann nicht. Aber ich kann es mir halt auch einfach nicht vorstellen, dass sie da komplett alles kaputt machen. Ich hoffe es zumindest. Okay, gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Heute keine Facecam, sorry, aber dann gleich im Livestream wieder eine. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr gibt's die Streams mit dicken Giveaways. Rankommen, meine Damen und Herren, lasst es krachen. Later, later. Achso, und die Woche gibt's noch die AK-47 Bloodsport. Rankommen, ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.